Scheiße. Das ist etwas so Spannendes. Es ist die Hölle eigentlich. Es ist der Wahnsinn. Clementi. Hemmer Clementi. Hemmer Clementi. Das finde ich sehr schön. Ist echt eine Freche, oder? Ja. Aha. Du kommst hin und hast nur eine Rede. Das genieße ich sehr. Also ich empfinde auch die Arbeit als ganz anders. Mhm. Nonne. Ich werde nicht diese Figur verraten. Mein Gott. Jetzt pfeife ich drauf. Ich weiß, dass heute hier zwei Menschen heiraten, die dies aus tiefstem Herzen tun. Und die sich auch der Tragweite dieser Entscheidung gewiss sind. Ich möchte nun von euch das schönste und lauteste Ja hören, das ihr je zu eurem Partner gesagt habt. Ihr habt so viele liebe Menschen mitgebracht, die alle nur dabei sind, um dieses eine Wort von euch zu hören. Also, lasst eure Herzen sprechen. Joachim Schnitzler, ich frage dich, ist es dein eigener und freier Entschluss, mit der hier anwesenden Waltraud Steinberg die Ehe einzugehen, so antworte mit Ja. Nein. Wie bitte? Ja, schau zurück. Wenn man sich schon kennt, wenn man einander kennt, dann... Ja, aber worauf wollte ich hinaus? Warte, ich wollte auf irgendwas hinaus. Dann kann man sich auf das konzentrieren, auf das Wesentliche, was gerade angesagt ist. Auf der Bühne auch. Naja, als ich an die Josefstadt kam, war ich 27. Das heißt, ich war so zwischen... Da braut sich was zusammen vielleicht. So, schau mal. Das ist jetzt erst einmal nur der Probestrauß. Der richtige Hochzeitsstrauß wird nachher größer. Lilien? Ja. Dein Verlobter hat gesagt, du magst Lilien. Das muss ein Missverständnis sein. Meine Lieblingsblumen sind... Margariten. Mit einem solchen Bauch bis 5 Wochen vor der Geburt. Letzten Sommer mit den Briten. Nein, ich war eine, die man sozusagen erwischt hat. Und wir wurden dann getrennt. Ich glaube, Kino sogar. Weißt du, was ich finde so lustig? Eben mit diesem Anfang hier am Globe. Das ist ja... Und das... Ja, es macht ein bisschen weicher. Charlie Fliege. Guten Abend. Ja, guten Abend. Guten Zu Abend. Opa, bitte. Opa? Oh, Entschuldigung. Wo wohnt denn Opa? Also, ich bitte Sie. In den ersten Bezirk. Kennen Sie die Wiener Oper nicht? Die Oper. Don Giovanni. La 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 la. La 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 la. La la la. Oje, oje, oje. Ich kann das nicht oft genug sehen, sage ich Ihnen. Wiener Erstaufführung 1869. Das ist schon, ich glaube, das ist polnische Name. Polnische, Entschuldigung, Giovanni. Giovanni ist italienisch. Das ist aber nicht türkische. Türkische. Nein, italienisch, aus Italien. Sagen Sie, wo kommen Sie denn überhaupt her? Wie war's denn einmal, wo das ist? Ist ja gut, ist ja gut. Beruhigen Sie sich bitte. Ist doch mein Bruder! Ja, alles gut. Mein Gott, ist ja auch nicht so schlimm, dass Sie die Oper nicht kennen. Ja, ist ja gut. Werden Sie schon irgendwann kennenlernen, die Oper. Wirklich? Ja, glaubst ja. du? Kennst du Wiener Neustadt? Kennst du sie? Kennst du sie? Man sagt nicht du bei uns in Österreich, man sagt sie. Kennen Sie. Was ist das? Trinkgeld. 10 Euro? Ja, bitte gehen Sie mal in die Oper. Ah, danke schön, Senior. Ah, schöne Grüße, Opa, zu Opa Giovanni. Es war so schön. Aber jetzt dann so richtig. Dann hat er gesagt, du bist dabei. Das ist arg. Es ist großartig. Das ist einfach etwas, was ich kann. Ich kann das. Hey!